Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharmadrama USA. So. Andi, da mach los. Bitte? Was fahren wir denn jetzt? LU, oder? Was sagt er? Ich glaube LU, glaube ich, oder? Oh, fahren wir hier runter, gucken. Ah, hier bist du ja hochgekommen. Sollen wir hinten runterfahren? Ich weiß nicht, hinten runter. Ich weiß nicht, wo du hin bist oder wo ihr seid. Achso, ne, der Pferde. Komm, fahren wir hinten her. Fahr vor, komm, fahr hinter dir. Ja, falls ich mich verfahre, dann können wir es einer sagen hier. Also. Fahr mal ein Auto mal in die Scheune! Nee, Mitarbeiterparkplatz ist hier. Ich bin doch kein Mitarbeiter, ist der bescheuert? Hier, Ferguson, funk mal den Butter an, der soll mein Auto in die Garage fahren. Also neben das Haus. Macht er sowieso nicht. Was macht er sowieso nicht? Die sind eigen. Die sind alle hier. Ach nee? Das ist ja mal ganz was Neues. Oh Gott, das will. Das kann ja also gerade. Und die werden ein bisschen kalt da vorne? Andi, wird denn ein bisschen kalt da vorne? Was sagt er? Ob dir nicht ein bisschen kalt wird da vorne? Schon mal kurz, ey. Kein Dach, keine Scheiben, kein nix. Ich verstehe. Nee, schönes Wetter heute. Feta 0310. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Chaos Crew. Ich habe Zeit, die Gegend zu beschauen. Das ist so schön hier. Langsam. Was los? Auf der rechten Seite. Siehst du die Felder? Ja. In unsere. Aha, aber wir sind schon über Felder hier, okay? Ja, das ist doch schön. Wunderbar. Drei Stück oder? Ne, eins, zwei, drei. Alles hier, alles unsere. Jo. Hier die drei, okay. Schön. Und irgendwie haben wir etwas längere Speicherpausen hier. Also es läuft ja nicht alles so rund im 22, muss man feststellen. Aber wir geben unser Bestes. Wo bist du hin? Also weg. Ja. Du Handy, ich kenne mich hier nicht aus. Gerade weiter. Ah ja, ich sehe dich, alles klar, ich sehe dich wieder. Also laut Versicherungsverordnung, wie ich das gesehen habe, kann man hier, darf man mit dem Drescher fahren, auf dieser Straße, ne? Aber es zahlt sich nicht aus, hier und dann dort weiterfahren. Also wir fahren eigentlich alles mit dem Tieflader gleich hin, weißt du? Naja, das ist auch sicher so. So besser. Ja. Bist du? Ja, alles gut. Was ist hier? Imbiss. Sehr schön. Ja, Honigbahn. Bowling kann man. Ach ja, Bowling. Ah, okay. Schön. So, da vorne biegen wir dann rechts ab. Vorsicht, rechts abbiegen. Jo, ich hab's gesehen. Da links ist unsere Biogasanlage. Ah, ist die uns? Ne. Bastian, servus! Nee, die kennt nicht uns, die kostet ja nichts. Ach so, kostet okay. Ein paar Mille. Ja, aber das ist ja ein strebenswertes Ziel. So. Mhm. Ah ja, hier sind noch. Ah ja, Firmen, okay.
wieder überall Werbung von uns. Das ist doch teuer wie ein Schwein. Ach, hier ist der Held. Ach, hier ist der Clever. Ja, ja, Clever Motor. Okay, genau. Alles klar. Mhm, okay. Wir sind in dem Sinne einmal da oben im Kreis gefahren, also mit hinfahren und retour fahren. Ja, 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 genau. Ja, ja, hier waren wir schon. Ja, ja, okay. Ja. Also, da muss man mit dem Bürgermeister quatschen oder mit irgendeinem Gouverneur oder so. Das, das ist ja teuer wie ein Sau hier, die Werbung. Also, lass mal gucken. Das geht ja gar nicht. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das billig ist, wenn wir hier so ewig große Werbung haben. Ja, jetzt sind wir gleich beim LU, ja? Wir sind aha, gleich da. Ja. Kannst du mal durch. Ja, klar, das ist ja interessant. Da werden wir ja. Ich denke mal, da wurde auch vorher schon Zusammenarbeit gemacht, irgendwie, ne? Ja, ziemlich viel. Ah ja, okay. Dann freut sich da vorne dann links abbiegen. Links. Ja, ja, abbiegen. Ja, okay. Ja, ach ja, das machen. Okay, ja. Hm. Ach, auch schön, ja. Hm. Aha. Ah, ja. Ich packe mit allem schwer! Ah, warte! Warte! Hallo, hey. Julian! Servus! Mahlzeit! Da! Okay, ist fest! Ich hab da ein Neuchen für euch da! Ja, könnt ihr ein bisschen übersetzen? Bisschen? Oh. Also, ich verstehe ihn sehr schlecht. Also, wenn ihr Dialekt da. Was sagt er? Wo sind das denn? Wo sind das jetzt gestalten? Oh Gott! Wie redet der denn? Kennst du die? Nö, also hallo? Ja, die restlichen ja, aber den einen mit Hund. Ja, hallo, ich bin. Ja, so. Müller, mein Name. Ich besitze. Ich bin der neue Besitzer der Chaos Farm oben ach, im Norden. Grüne Scheiße. Nee. Ist das. Ach, nee, bitte nicht. Sind die verwandt, die zwei hier? Was sagt er? Ja, nein, du und er. Jetzt seid ihr verwandt? Grüß dich, Mischa. Ja, also unsere Mamas haben nichts miteinander zu tun. Warum? Weil ihr beide den hessischen Dialekt redet. Was für einen hässlichen Dialekt? Ja, das bayerische da. Ich habe da ganz, ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit. Da gehen mir die Nackenhaare hoch, wenn ich den Dialekt höre. Das ist wie so ein Kindheitsdrama. Das ist gar nichts. Das geht gar nicht. Ronny, ich mach den nicht. Ich mach den nicht. Der spuckt hier überall hin. Das ist ja unfassbar. Also, ja, wer ist denn hier der Chef hier von dem Laden? Mein Name ist Müller. Müller Maximilian aus Hinterkaifeck. Müller, der Ronny ist der aus Chef. Aus Hinterkaifeck bist du. Ja. Ja, das ist der Stellvertreter oder Mitarbeiter. Also ich bin Ronny Flink und das ist mein Teilhaber. Oh. Ach, Sie sind Ronny. Okay, hier mit dem Fan. Okay, ja. Und Sie? Das ich ist bin hier. Der Handler. Das ist auch der Grandler. Der Sandler. Ist ja gut. Ich hab das nicht verstanden, von wo der kommt, vom Hinterkaifeck. Ich hab da wo der Baul, der Lana, schafft doch. Ah, ja, genau, ja, genau. Den? Der, den kenne ich auch. Ach, der Tierarzt. Ja, mit dir hat keiner geredet. Der Tierarzt war das, der Tierarzt. In, genau. Ach, den kennen Sie. Wer hat denn mit Ihnen jetzt geredet? Ja, ich hab ja nur gefragt. Ich kenne den. Heute Goschen jetzt da. Ja, wer das denn ich? Wer ist denn das, Hansi? Ja, was retten der immer? Ich weiß nicht. Ich hab. Der neue Chef. Hallo? Ich hab. Genau. Dein neuer Chef? Ah, du tust mir ja jetzt schon leid, du. Hallo? Oh mein Gott. Ich bin der neue Besitzer der Chaos Farm. Und ich verstehe das als in so einer Firma wie die Chaos Farm nicht so. Als eine Einheit muss man dann arbeiten. Da gibt's nicht so Chef. Da müssen wir ein bisschen dran feilen. Ich bin bei der Bundeswehr, du hier. Nee, sind wir nicht. Einheit? Was? Wir deutsche Einheit? Ja, wir müssen so eine Einheit bilden, damit wir die Produkte einheitlich qualitätsmäßig. Wir leben hier die amerikanische Gemütlichkeit. Also mit Einheit ist ja erstmal gar nichts. Da ist ja erstmal. Ja, das ist schon ganz schlecht mit der Gemütlichkeit. Das ist ja schön und gut. Das kann man am Sonntag mal machen, nachmittags. Und dann den Rest der Zeit hätte ich schon gerne Leistung, Arbeit. Rabotti, Rabotti. Maximilian war der Name. Was lädt du da noch? Max guck geht dich auch. Mal auf den Hof um. Ja. Guck dich mal auf den Hof um. Ja. Hm? Denkst du, das kommt von gar nichts? Denkst du, das kommt von Gemütlichkeit? Ja, ich weiß, dass die Amerikaner leben alle auf großen Fuß und auf Pump. Das weiß ich. Auf Pump. Schmeißen vom Hof. Pass auf, ich hab mit 1
mit 1,5 Millionen Eigenkapital, was ich noch gar nicht auf dem Konto hatte, meine Farm gekauft hier. Das hat die gar nicht interessiert, ob ich die Kohle habe oder nicht. Da haben sie direkt gesagt, das ist kein Problem, Geld ist kein Problem, haben wir genug. Wir drucken jeden Tag zigtausend neue Dollar, da brauchen die Kohle gar nicht. Also das ist überhaupt alles auf Pump. Und hier, das Ding ist ja auch alles Pump, 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 alles auf Pump. Müller, mach mal langsam. Das ist Eigentum. Das ist alles Eigentum. Ehrlich? Mhm. Ja, okay. Ehrlich, Herr Müller. Alles fix und fertig bezahlt. Nix auf Pump. Dann werden wir ja wahrscheinlich in Zukunft noch öfter zusammenarbeiten. Dann können Sie Ihr Kapital durch sorgsame, pünktliche, gute Arbeit auf dem Chaoshof Ihre Einnahmen noch verstärken. Was mache ich, wenn ich mit Ihnen überhaupt nicht zurechtkomme? Ich kann Sie ja jetzt schon nicht leiden. Sie brauchen ja nur mit meinen Feldern zurechtzukommen. Ja. Bitte? Brauchen die und dann ist das gut, ja? Ja, ich weiß. Er braucht ja nur mit meinen Feldern klarzukommen. Er muss ja mit mir nicht. Er soll nicht mit mir ins Bett gehen. Er braucht nur mit meinen Feldern klarzukommen. Und außerdem muss. Ihre Felder sind ja überhaupt kein Problem. Und das hat bis jetzt immer alles mit Michael, mit dem Hansi alles prima funktioniert. Aber mit Ihnen mache ich kaum Geschäfte. Dann muss ich mit ihrem Chef oder so, mit Ihrem Mitarbeiter, mit ihrem Mitteilhaber, keine Ahnung. Da werden wir schon einen Weg finden. Mitteilhaber, genau. Ja. Da fährt ihm ihre Teilhaberschaft zur Hälfte eben auf mit mir und die Resthälfte fährt mit Ihnen, Herr Nick Sandler. Ja. Ja, ob mir Freunde wären, das weiß ich auch noch nicht, aber. Das Geld macht einen immer zu Freunden, Herr Fink. Herr Flink. Ich moch dann einfach nicht. Die müssen sich auch nicht mögen, wir wollen ja auch nicht heiraten. Also haben wir den Ja, Zappel ist ja, ist er das ein Ton hier überall? Da mit meinem Partner und du quatschst da einfach nein, was ist denn das für Manieren, hä? Ich hab mich reingequatscht. Ich aber gleich. Ich wollte nur bekannt geben, dass wir, in Zukunft zusammenarbeiten könnten. Na, mit Ihnen arbeite ich nicht zusammen. Wenn, dann kommt der Michael oder der Hansi zu mir, guck mal, überhaupt kein Problem, aber Sie... Pass auf, Nick. Brauchen zu mir nicht kommen. Wenn du unbedingt... Außerdem heißt es Herr Sandler. Herr Sandler, Nick, wenn du mal mit mir arbeiten möchtest, abboten. Pass auf, wenn du mal irgendwann mit mir arbeiten möchtest, dann kommst du abends vorbei, klingelst, dann kannst du mir besanft, du von unten über die Schenkel, nach oben greifen, wieder unten. Das ist schon mal was ganz Schönes. Ah, Nick, können wir arbeiten weiter hier? Ja, komm. Also ich komme dann noch viel zurück, Herr Flink, ne? Ja. Ich hab für meine Karte. Ja, danke schön. Ich mach da jetzt weiter. Ich hab gerade ein Telefonat. Hallo? 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 Schwesterherz, hallo? Warte, Moment, ich muss mal weg, hier geht es zu laut. So, hallo? Bist du in Amerika angekommen? Ja, ich bin hier beim Flink auf deiner riesen Hofdings hier. Ja, und hast du deine Mitarbeiter schon kennengelernt? Ach, ist das laut hier. Was? Hast du deine Mitarbeiter? Jetzt ist der Empfang weg. Hallo? Jetzt ist der Empfang weg. Welcome to America. Nix ist los hier. Der ist hochgegangen. Shit. Weg ist er. Der Empfang ist weg hier. Amerika, alles tot. Alles Müll. Junge. Das war meine Schwester. Das habe ich nicht verstanden, weil der mit seinem scheiß Schrauber da am Wuhl war. Das ist doch ein Witz hier, der Laden, oder was? Wie kann denn der Mitarbeiter... Ich bin doch Kunde. Zukünftiger. Oder was? Hansi? Probleme? Was sagt er? Ich sag, wie kann denn der Lohner mit mir so telefonieren? Warte mal, ich hab schon wieder Telefon. Ja, ich hab Telefon. Ja, bleib mal hier. Ich komm gleich wieder. Hallo? Hallo? Warum legst du auf? Nein, der Empfang war weg. Ich bewundere mich hier. In Groß Big America war kein Empfang mehr da. Hast du deine Mitarbeiter schon kennengelernt? Oh ja. Ich hoffe, das waren sie alle. Mehr vertrage ich heute nicht mehr. Die sind toll, oder? Die sind ganz, ganz prima, sind die. Die sind, ehrlich gesagt, die sind alle nicht ganz dicht. Ich bin jetzt gerade beim Lohnunternehmer. Der eine will gar nicht mit mir arbeiten. Was ist denn das? Der hat auch so... mit so einem Kaminski oder so gesprochen. Um Gottes Willen, hör mal bloß mit dem auf. Der fährt mit dem Auto, pass auf, der fährt mit dem Auto vom Hof oben. Das sind 100 Meter zum ersten Stall, fährt er mit dem Auto. Und das nicht mal mit dem Firmenauto, sondern mit seinem eigenen PKW. Das ist das allererste, was auf meiner Position Police steht, dass die Fahrzeuge, die Mitarbeiter benutzen, nur Fahrzeuge vom Hof sein dürfen. Und nicht hier jedes seine Karre rumspazieren fahren kann. Das ist das erste, was auf der Physischen Polizei steht. Und der rennt mit seinem PKW durch die Gegend. Ja, so ist er. Das hat er schon immer so gemacht. Ja, das habe ich auch gehört, ja. So macht er das schon das immer. Das wird er auch nicht ändern. Du solltest dich mit dem nicht anlegen. Der ist, Ich muss mich doch mit dem anlegen. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Wenn jeder jetzt mit seinem PKW da rumrennt, dann fahren die sich alle über den Haufen. Das geht nicht.
Hülle, wolltest du noch weiter gucken oder telefonieren? Ja, ich bin gleich bei Ihnen, Herr Ferguson. Moment, du, ich muss gleich weiter. Aber da müssen wir unbedingt nochmal quatschen drüber. Das ist eine Katastrophe hier. Absolute Katastrophe. Kennst du seinen Bruder? Nee. Den Klaus? Ach, den Schauspieler, ja klar. Den kenne ich. Ach, deshalb Kinski, jetzt, ja. Ja, da pass mal, ne, der ist in echt genauso. Das ist der Bruder von dir. Ach du, jetzt weiß ich, wieso der so ein Choleriker ist. Um Gottes Willen. Aufpassen. Ach gut. Du liebes Lieschen. Ja, okay. Hm. Dann weiß ich Bescheid. Nicht, wenn du Neues weißt. Ja, ich werde mich melden, ja. Oder wenn du Zeit hast, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in Zukunft habe, aber wenn dir mal langweilig ist, kannst du ruhig mal für. Das ist wie eine Bildzeitung hier. Hier kriegst du jeden Tag was Neues. Das ist, Da kann ich mit dem Kurt in eine Kneipe gehen. Das ist eine gute Idee. Okay, wenn der mir auf den Sack geht, kannst du mit dem auf die Kneipe gehen. Ja, das kannst du gerne machen. Also ich glaube, das vertrage ich nicht jeden Tag mit dem. Das könnte schwierig werden. Aber wie gesagt, wenn dir langweilig ist, kannst du dich aber nochmal melden, ne? Ich muss ich muss weiter jetzt. Der Ferguson steht hier auf mich zu warten. Alles klar, vielen Dank für den Anruf. Ja, tschüss. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und wenn es euch, wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt im TS vorbei. Oder ihr quatscht einfach irgendwelche Kommentare drunter, dann kriegt ihr auch eine Antwort, ne? Bis dahin, haut rein. Tschüss.